Mitten am Tag, mitten auf Berlins größten, bekanntesten Boulevard. Was spricht das für das Täterprofil? Offenbar haben sich die Täter ja äußerst sicher gefühlt. Ja, wie der Polizeisprecher schon bestätigt hat, war es auf der einen Seite relativ organisiert, aber auf der anderen Seite auch ziemlich dreist. Also von vorsichtig kann hier weiß Gott nicht die Rede sein. Und die Tarnung wirkt auf den ersten Blick geschickt. Man könnte es als die Strategie nennen, hiding in plain sight. Also etwas ist so offensichtlich. Ich meine, orange ist eine Signalfarbe. Sie haben wortwörtlich Signalfarben getragen. Aber wenn etwas so auffällig ist, ist es aus Zeugenperspektive schon fast so kurios oder so offensichtlich, dass man dahinter manchmal nichts Böses vermutet. Aber ganz so ausgefeilt war die Tarnung dann doch nicht, denn sie sind mit großer Brutalität vorgegangen. Sie haben Sturmmasken getragen. Es waren eben nicht einfach Müllmänner, die Säcke tragen, würde ich sagen, ist eine ziemlich gute Tarnung, die ziemlich unauffällig ist. Müllmänner, die Sturmmasken tragen und mit Waffen und Reizgas so brutal vorgehen und auch zwei Personen verletzen und eine davon sogar mutmaßlich schwer, das ist dann wiederum alles andere als unauffällig. Deswegen wurde es ja auch von vielen Zeugen glücklicherweise gefilmt. Was glauben Sie denn, wer könnte hinter so einer Tat stecken? Ja. Die Handschrift dieser Tat deutet natürlich erstmal auf organisierte Kriminalität oder auf Clan-Kriminalität hin. Gerade in Berlin ist es im letzten Jahr zu einer Häufung ähnlicher Taten gekommen. Beispielsweise am 15. Dezember haben drei Räuber einen Geldtransporter vor einem IKEA in Berlin überfallen und haben auch da die Geldboten mit Waffen bedroht und sind dann mit einem weißen Auto geflüchtet, ebenfalls mit gestohlenem Kennzeichen, so wie auch bei diesem Fall auf dem Kudamm. Und wenige Tage danach wurden zwei Geldboten am Parkcenter in Berlin-Treptow ebenfalls überfallen. Auch hier drei Tatverdächtige und auch hier sind sie mit Reizgas vorgegangen. Das heißt, es gibt nicht nur eine Häufung solcher Taten, sondern es gibt auch eine Häufung von Taten mit einem ähnlichen Modus operandi, ähnlicher Vorgehensweise, auch wenn es einige Unterschiede gibt. Das heißt, jetzt gilt es natürlich für die Ermittler erstmal zu prüfen, ob es Zusammenhänge zu diesen anderen Taten gibt und ob es da Verbindungen in die organisierte Kriminalität oder Clan-Kriminalität gibt. Aber da muss man denen natürlich noch ein bisschen Zeit geben, das zu ermitteln. Aber ich sage es mal so, dass organisierte Kriminalität und Clans dafür bekannt sind, gerade in Berlin Geldtransporter, Banken und Kaufhäuser zu überfallen. Das ist ein offenes Geheimnis und deswegen ist das natürlich auch erstmal der erste Verdacht. Alles andere wäre naiv. Lassen Sie uns noch mal über diese außergewöhnliche Tarnung, man kann es eigentlich schon gar nicht Tarnung nennen, leuchtend orange sprechen. Uns haben ja auch die Menschen, die diesen Überfall beobachtet haben, berichtet. Ich ging erst davon aus, es ist ein Film. Nutzten die Täter vielleicht auch diese Momente der Irritation? Man sieht Müllmänner mit Waffen rumfuchteln. War das etwas, was Ihnen quasi in die Karten auch spielen konnte in dieser Situation? Ich meine, dass Kriminelle sich tarnen und andere Identitäten oder sich als Amtsträger verkleiden, ist ja etwas, was keineswegs neu ist. Gerade es gibt viele Betrugsmaschen, bei denen Täter als Polizisten auftreten. Es gab schon Banküberfälle, wo Personen als Polizisten verkleidet das gemacht haben. Und Polizisten sind deshalb so eine beliebte Tarnung oder beliebte Tarnuniform, weil dann auch die Waffen eine Legitimation haben. Wenn Sie einen Polizist sehen, der mit einer Waffe in eine Bank geht, dann würden Sie nicht die Polizei rufen. Sie würden vielleicht filmen und sagen, krass, ich bin gerade Zeuge, wie die Polizei einen Banküberfall stoppt. Aber Sie würden wahrscheinlich nicht glauben, dass das der Bankräuber ist. Das heißt, Polizisten, auch die leider Rentner betrügen oder alle möglichen Arten von Betrugsmaschen machen, dass Kriminelle sich als Polizisten verkleiden, ist bekannt. Es gab auch schon ganz kuriose Einbrüche, wo Personen als Weihnachtsmann oder Sonstiges verkleidet das Ganze begehen. Aber Müllmänner am helllichten Tage auf dem Kudamm in Berlin ist schon, ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber mindestens mal ungewöhnlich. Was bedeutet denn eigentlich Corona für diese Art von Verbrechen? Jetzt haben ja die meisten Geschäfte geschlossen, also alle Geschäfte geschlossen. Die Banken sind auch nicht so aufgestellt wie sonst. Bleiben da nur noch die Geldtransporte übrig, die jetzt als Zielscheibe für derartige Überfälle gelten könnten? Corona zwingt natürlich auch die Kriminalität, insbesondere die Clans und organisierte Kriminalität, zu handeln oder umzudenken, weil manche der klassischen Einkommensquellen, wenn man es denn so bezeichnen will, ausgetrocknet sind. Beispielsweise Dinge wie Ladendiebstähle gehen seit langer Zeit nicht mehr, Einbrüche gehen auch nicht, weil alle Leute zu Hause sind und das meiden natürlich Einbrecher und auch viele andere Delikte sind so einfach nicht mehr möglich. Ich würde auch behaupten, ich weiß gar nicht genau, wie es gerade in der Drogenkriminalität ausgeht,
geht. Aber wenn ich eine Hypothese aufstellen müsste, würde ich sagen, wenn die Clubs geschlossen sind und keine Partys mehr möglich sind, dann werden auch weniger zumindest von den Partydrogen konsumiert, sodass auch das etwas sein können, wo das Einkommen teilweise wegfällt. Das heißt, hier ist auch die Kriminalität zur Kreativität gezwungen. Und Geldtransporter zu überfallen, da merkt man gerade in Berlin innerhalb der letzten 12 bis 14 Monate eine gewisse Häufung. Das heißt, es könnte durchaus ein Delikt sein, was gerade jetzt interessant ist, weil viele andere Delikte nicht mehr möglich sind. Und warum sind Geldtransporter jetzt gerade in Corona-Zeiten sogar besser möglich zu überfallen als in anderen Zeiten? Weil die Straßen leer sind. Das ist ja ein Delikt, was auf der Straße passiert. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, schnell wegzukommen von dem eigentlichen Ort des Geschehens. Und da helfen natürlich leere Straßen. Ich würde behaupten, jeder, der schon mal um 10 Uhr unter der Woche am Kudamm Auto gefahren ist, weiß, dass es eine Zeit ist, wo Berufsverkehr, viele Shopping-Touristen und so weiter. Es ist dort normalerweise so voll, dass das gar nicht möglich wäre, aber im Moment sind die Straßen leer und im Moment geht ja auch niemand oder kann ja auch niemand shoppen gehen, weshalb das ein Delikt ist, was durchaus auch, wo es auch einen Zusammenhang mit Corona geben könnte, dass das gerade einfach besonders praktisch ist, ja. Lassen Sie uns noch mal auf den Ort zurückkommen. Der Berliner Kudamm, der Prachtboulevard hier in der Stadt. Warum suchen sich Täter so einen Ort, auch selbst wenn er leer ist in Corona-Zeiten, aber dennoch so prominent, so offensichtlich? Man hätte ja auch irgendwie Geldtransporter halten, ja vielleicht auch an etwas versteckteren Ecken. Was bedeutet das für so ein Täterprofil, wenn man so etwas macht? Insbesondere bedeutet die ganze Fallanalyse oder auch das Profiling bedeutet ja aus Täterperspektive zu denken. Und ich würde behaupten, dass das aus Täterperspektive vielleicht die falsche Frage ist. Denn aus dieser Tat spricht ja eine ganz erstaunliche Dreistigkeit. Das heißt, die Gedanken, die Sie sich machen, hätte man das nicht vorsichtiger machen können, hätte man nicht einen ruhigeren Ort wählen können, dahinter steckt ja das Motiv, vorsichtig zu sein und bloß nicht erwischt zu werden. Ich glaube aber eher, dass im Kopf der Täter eine so große Selbstsicherheit ist, dass sie überhaupt keine Angst vor Strafverfolgung haben und deshalb auch in dieser Art der Dreistigkeit, also wirklich auf einer der berühmtesten Shoppingmeilen Deutschlands, das am helllichten Tage zu tun. Das spricht dafür, dass Angst vor Strafe und Concern about Evidence, wie die Amerikaner sagen, hier überhaupt keine Rolle spielt. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Möglicherweise daher, dass man in der Vergangenheit bereits damit davongekommen ist. Wenn Sie einmal davonkommen, zweimal davonkommen, dreimal davonkommen, dann sind Sie beim vierten Mal ziemlich selbstsicher. Und wenn Sie dann die Frage stellen, warum dort, warum kein vorsichtigerer Ort, dann ist möglicherweise die Antwort, weil vorsichtig sein aus Sicht der Täter gar keine wesentliche Kategorie ist, ja. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.